Und 2 Euro für einen Liter Benzin zu zahlen? Dann ist das so. Und 3 Euro? Dann ist das so. Und 4 Euro? Dann ist das so. Ist es solidarisch und hilft es gegen den Krieg, wenn der Benzinpreis jetzt noch hochgeht auf 3 Euro, 4 Euro pro Liter? Oder unterstützt du vielleicht damit sogar Putin? Und ist das eine Selbstmordaktion vom Westen, von den USA, was sie da gerade machen? Schießen sie sich damit selber viel Dollar ins Bein, als dass sie irgendwas gegen Russland oder China oder so ausrichten können? Das besprechen wir heute. Es ist so krass. In der Finanzwelt ist es klar, alles, was aus dem Mund von den Politikern oder Medien kommt, ist sowas von gelogen. Biden zum Beispiel, er sagt, Putin ist an der Inflation schuld. Make no mistake, inflation is largely the fault of Putin. Make no mistake, inflation is largely the fault of Putin. Er meint wahrscheinlich nicht Inflation, er meint Invasion. Er bringt ja gerne mal Worte durcheinander. Putin decides he's gonna just invade Russia. Nothing like this has happened since World War II. Aber es sind heutzutage so offensichtliche Lügen und sie bauen so doll darauf, dass die Bevölkerung so doof ist, dass die überhaupt gar nichts verstehen. Und deswegen ist es so wichtig, sich Wissen anzusammeln und auch das Video hier zu teilen, damit die Menschen aufwachen. Weil alles, was ich heute zum Beispiel sage, kannst du sofort die Informationen überall bekommen. Warum ist der Benzinpreis jetzt bei 2,20 Euro, 2,30 Euro? Da muss man ja auf die Uhr gucken. Wenn du das Video in 3 Tagen siehst, kann es komplett woanders sein. Warum? Ach, weil Krieg ausgebrochen ist? Ja, deswegen? Aha, 2008 bei der Finanzkrise lag der Barrel bei ungefähr, nicht auf den Cent jetzt festnageln, bei 140 Dollar. 2008, da war der Benzinpreis ungefähr bei 1,40. Jetzt ist der Preis für den Barrel niedriger, sagen wir 130 Dollar. Und der Preis ist bei 2,25, 2,30. Der Unterschied zwischen 1,40 und 2,30 sind ungefähr 60% mehr. Das sind Steuern. Der Staat kann nur das ausgeben, was er hat. Ich habe kein eigenes Geld, sondern ich verteile das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Also es gibt keinerlei Überlegungen derzeit, die Steuern auf Sprit zu senken. Nein. Nein. Wo ist der Benzinpreis bei Ländern, die viel näher an der Ukraine dran liegen? Bei 1,20, 1,30? Sollen jetzt Steuern gesenkt werden? Natürlich nicht. Aber hey, frieren, für einen guten Zweck. Hält man damit den Krieg auf? Nein. Biden sagt selber, nee, damit hält man den Krieg nicht auf. Und weißt du, was das Krasse ist? Wir frieren ja nicht einfach mal so ein paar Monate, können nicht mehr die Heizung anstellen. Die Inflation geht durch die Decke. Wir können uns immer weniger leisten. Heutzutage können wir uns gerade noch leisten, dass wir mit dem Auto, dass wir das Auto betanken dürfen, damit wir damit dann zur Arbeit fahren, noch gerade zurückkommen, gerade die Miete zahlen können, um dann in 30 Jahren auf eine Rente zu warten, die sicher unter 1000 Euro sein wird. Über 50% kriegen unter 1000 Euro. Darauf warten wir dann in 30, 40 Jahren, damit wir die letzten 20 Jahre in unserem Leben in absoluter Armut zugrunde gehen. Das ist die Aussicht heutzutage. Das ist das in dem Hamsterrad, was sie dir in Aussicht stellen. Und dann sagen, ja, hier, macht jeder, ist doch klar. Und du so, ja, stimmt, alles klar. Jetzt kann ich halt nicht mal einmal mehr in Urlaub fahren, weil Benzin zu teuer ist. So, aber es sind die Steuern. Helfe ich damit? Halte ich damit irgendwas aus? Auf? Nein. Vielleicht unterstütze ich sogar noch Putin damit. Hä? Finanzexperten in den USA wissen das. Die Medien und die Politiker bauen darauf, dass du es nicht weißt, was ich dir jetzt sage. Du kannst das alles nachgucken. Seitdem der Westen alles, ja, wir wollen jetzt nichts mehr mit denen zu tun haben und total abschotten und nein, gar nichts. Was hat der Goldpreis und der Ölpreis gemacht? Russland hat, ich glaube, die zweit- oder drittgrößten Goldreserven überhaupt auf der Welt. Der Goldpreis, tschu, der Ölpreis, tschu, verkauft Russland nur nach Deutschland und nur in die USA? Nein, die nutzen den Weltmarkt. Die machen weiter Geschäfte mit China, mit Indien, Afrika, die verkaufen überall ihr Öl. Das Öl ist doppelt so viel wert. Das hilft. Und es ist auch leider nicht so, dass Putin irgendwie so völlig überrascht ist. Ich meine, der Osten wird immer sanktioniert, schon immer.
Also, es ist nicht so, dass er gesagt hat, okay, alles klar, das überrascht mich jetzt voll, sondern nein, es ist das Gegenteil. Es ist natürlich alles abgestimmt. Russland wurde vom SWIFT-System rausgenommen, das heißt das Bankenkommunikationssystem. Er kann über diese Banken dann nicht mehr Trades machen und Geschäfte abwickeln. Aber das war vorher alles abgesprochen. Er ist danach natürlich gleich in das SWIFT-System von China gegangen. Die haben genauso ein System. Dann ist er da drin. Dann macht er da weiter seine ganzen Geschäfte. Zum Glück ist der Ölpreis, hat sich verdoppelt. Das heißt, er kriegt viel mehr Geld. 31. Januar 2022 veröffentlichte Dr. Ivan Timofejew als Programmdirektor des Waldai-Clubs eine Lageeinschätzung. Daraus geht hervor, dass Russland ein Kriegsszenario mit den besten Chancen bewertet. Die zu erwartenden Sanktionen werden nicht tödlich für Russland sein. Dafür habe man vorgesorgt. Russland wird wie ein riesiges, isoliertes Nordkorea als Festung überleben können. Hat dabei jedoch viel mehr Handlungsspielraum als Nordkorea. So stünden nach wie vor die großen Märkte in China und Indien zur Verfügung. Das Kriegsszenario habe weitreichende geostrategische Umwälzungen zur Folge. Das Ansehen der russischen Führung wird durch die militärischen Siege steigen. Die USA, der Westen und das US-Dollar-Finanzsystem hingegen werden weiter an Ansehen und Vertrauen verlieren. Ein Ausstieg aus der Weltwirtschaft ist möglich und sogar wünschenswert. Der Westen selbst ist im Niedergang. Sein bevorstehender Tod ist unvermeidlich, heißt es wortwörtlich in der Lageeinschätzung. Es kommt nun zu einer historisch einmaligen Konfrontation, bei der viele Menschen sterben werden. Der Wirtschaftscrash des Westens ist vorprogrammiert. Ja, man muss ja dazu sagen, dass der Direktor des Waldai-Forums nicht irgendjemand ist. Das ist immerhin das Forum, bei dem Wladimir Putin jedes Jahr seine Ansprachen gehalten hat, von wo wir wissen, wie Wladimir Putin tickt, wo er ganz bewusst dieses Forum gewählt hat, um mit dem Westen zu kommunizieren und mit seinen eigenen Landsleuten. Und wenn die dort sagen, sie legen es auf eine lange Konfrontation, auf einen Krieg mit dem Westen an, weil der Westen implodieren, kaputt gehen wird, weil der Westen dem Tode geweiht ist, das ist eine ganz klare Ansage und von diesem Gesichtspunkt aus verstehen wir auch, warum Russland jetzt nicht verwundert über diese Sanktionen ist. So, und jetzt kommt die ganz, 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 ganz große Gefahr, die dir nicht gesagt wird. Ich habe vorhin irgendwie so von Bild ein deutsches Fernsehen was gesehen. Das ist unfassbar, was man an Informationen zugespielt bekommt. Das ist unfassbar. Jetzt überleg dir mal eine Sache. Wenn Russland mit den ganzen Bodenschätzen sich abkoppelt, weil die sind mit China so und mit Indien auch und mit Afrika, wenn die sich abschotten und sagen, hey, wir mögen die USA sowieso nicht. Wir sanktionieren jetzt zurück. Und damit hat Russland schon angefangen, dass sie gesagt haben, okay, Facebook verboten, das verboten, Medien dürfen nichts mehr sagen, China auch, westliche, wir wollen den Westen nicht. Wir wollen diese ganzen, deren Facebook nicht, deren Twitter nicht, wir wollen das alles nicht. So, wenn die jetzt sagen, okay, wir sanktionieren jetzt den Westen, dann wollen wir mal gucken, welche Sanktionen härter sind. Dann ist der Westen platt. Die USA ist sowieso schon kurz vorm Plattsein. Der Dollar ist sowieso schon Inflation bei 7,9%. Die können das nicht mehr aufhalten. Die können nicht noch mehr drucken. Die müssen aufhören zu drucken. Wenn sie aufhören zu drucken, die Zinsen anheben, dann gehen die ganzen Leute pleite. Es ist jetzt schon kurz vorm Zusammenbruch. Sowieso schon. Es hat sich immer weiter aufgeplüstert. Und das ist nicht seit einer Woche wegen Putin. Nein, Herr Biden, ist es nicht. Das muss jeder wissen. Wenn man in 30 Monaten 30% der gesamten Geldmenge druckt, die es gibt, dann braucht man sich nicht wundern, dass man solche Inflationszahlen hat. Weiß jeder im Finanzbereich, die erzählen dir was komplett anderes. So, auf jeden Fall, wenn die jetzt sagen, hey, wir sanktionieren jetzt den Westen, wir schicken weder Rohstoffe dahin, noch irgendwas, made in China, alles wird geblockt. In den USA, bei uns, guck mal auf irgendein Produkt drauf, egal auf was. Made in China, made in China, made in China, alles. Wenn die den Westen sanktionieren, dann haben wir gar nichts mehr. Weil das können wir im Westen nicht produzieren. Und in den USA auch nicht. Weil das viel zu teuer wird. Und wenn der Benzinpreis richtig steigt jetzt, dann wirst du es auch bald in den Nahrungsmitteln merken, Heizkosten merkst du jetzt schon, alles wird teurer. Weil um Nahrungsmittel von A nach B zu transportieren, braucht man auch Sprit. Und wenn der teurer wird, wird die Nahrung auch teurer. So, und das ist das System. Und da ist der Westen dabei, sich komplett selber auszuschießen. Also um es kurz zu machen, eine sehr, sehr gefährliche Situation. Man kann nicht jetzt gerade, kann ich nicht sagen, in welche Richtung es geht. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es wird sehr, sehr spannend, was in nächster Zeit passiert. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und was immer das Wichtigste ist von allem, unabhängig zu sein von denen, sich abzukoppeln, zu wissen, wie kann ich mir selber was aufbauen, was nicht im System ist. Weil wenn ich in dem System drin bleibe, ich habe es vorhin erklärt,
dann kenne ich schon schwarz auf weiß meine Zukunft. Ich weiß schon, in meinem Job kann ich nur so und so viel mehr Prozent verdienen. Wenn ich nicht jedes Jahr jetzt Realinflation 15% mehr verdiene, jedes Jahr, dann habe ich 15% weniger Kaufkraft. Das ist der Grund, warum vor 40, 50 Jahren konnte ein Elternteil arbeiten, man konnte einmal in Urlaub im Jahr, hat ein Haus sich gekauft, Auto, alles gut. Heute vergessen. Man kann schon nicht mehr das Benzin bezahlen. So, und man weiß schon schwarz auf weiß, man hat nur so und so Aufstiegsmöglichkeiten. Dann werde ich in 40 Jahren die Rente, das habe ich auch schon schwarz auf weiß, die Rente kriege ich dann. Und dann werde ich die letzten 20 Jahre in Armut. Davon muss man sich abkoppeln. Jedes Mal erkläre ich das. Guckt das kostenlose Video unten in den Kommentaren. Es ist so krass, was passiert. Und Biden sagt, Putin ist schuld an der Inflation. Was die lügen heutzutage, es ist unfassbar. Okay, unfassbar. Und davor muss man sich schützen und davor schützt man sich nur mit Wissen. Und deswegen teilt unbedingt dieses Video, damit die Leute nicht mehr sagen, hey, ich friere gerne, auch, ich zahle auch 10 Euro pro Liter. Ja, ja, und das ist gut. Was, wie viel Steuern sind da drauf? Also egal, können ruhig 9,90 Euro Steuern drauf sein, ist egal, ich friere gerne. Nein, nein, das ist nämlich Unwissenheit. Okay, deswegen teilt unbedingt dieses Video. Das war's erstmal für heute. Bis dann, euer Coach Cecil. Sind Sie bereit, für Ukraine kalt zu duschen? Klar. Wenn das der Preis ist, dann muss man den zahlen. Und 2 Euro für einen Liter Benzin zu zahlen? Dann ist das so. Und 3 Euro? Dann ist das so. Und 4 Euro? Dann ist das so.